So. Herzlich willkommen zurück. zu Genshin Impact. Diesmal, beim letzten Mal haben wir ja die Quest mit der Ember gemacht. Und ja, wir haben ganz viel Zeug bekommen. Dementsprechend würde ich sagen, ich quatsch erstmal mit Kay, ja. Dann wollen wir mal gucken, ob wir, ob wir denen irgendwie helfen können. Achso, der ist ja im Falforius Codex. Jo, beim letzten Mal haben wir ja diesen, wie gesagt, Embers Quest bekommen und Zhongli gekriegt. Dementsprechend, ja, ich würde sagen, ist immer noch der gleiche Abend. Dementsprechend gibt es nicht so viel zum Beten. Trotzdem habe ich wieder ein bisschen Urgestein und ganz viel Stuff und das hebe ich mir dann auf und hast du nicht gesehen? Ja, komm, machen wir's. Gucken wir mal, was wir kriegen. Wahrscheinlich ganz viel Dreier-Stuff. Ist aber gar nicht so schlecht. So, Magieführer. Ja. Ne? Und alte Scharfschützen, okay. ...60 können wir nicht holen. Okay, lass mich mal ganz kurz überlegen. So, alte Scharfschützen haben wir schon auf Max gebracht. Das ist okay. Ja, ich habe hier ganz viel gelevelt. Dementsprechend... Ja, das war super. Ja, für die Leute, die es gecheckt haben, ich habe mal das Harz ausgegeben. Einfach ein bisschen Kohle zu kriegen. Weil von dem Zeug hier, von dem Auflevel-Zeug, haben wir theoretisch ja genug. Nur ein bisschen Money brauchte ich dementsprechend. Gibt zwei Sachen. Erstens, wenn du die Blüten öffnest, kriegst du halt locker einen Huni. Und dementsprechend... Also ein Hunderter an Abenteuererfahrung. Und aktuell können wir sowieso noch nicht so viel machen. Oder nicht viel mehr. Dementsprechend habe ich mir gedacht, gibt es das Ganze mal für Mora aus. Das ist das Sinnvollste aktuell. Hier will ich ja mal gucken, wie weit ich das ohne Leveln schaffe. Oder ohne großartiges Leveln. Also von daher sind wir immer noch im Test. Ja, wir gucken uns jetzt mal Kaeas Problem an. Und ja. Gucken wir mal. Inventar, mit den Artefakten bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Dingsbums, den Überblick verloren. Egal, kriegen wir schon hin. Ah, jetzt ist aus, was soll mir tun, was ist denn los? Oh, tausend Winde sei Dank, Grafilein, dein Erschein ist ein... Ich... Envoy sent by the Animo God to save this mere mortal. Could you spare a moment? Klar. Ja, spuck's aus. Marvelous. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. Please. Okay. Let's talk in the Alles corner, klar. Just outside head. What's with the sneakiness? Geheimer Piratenschatz. Paco Okello. Alles klar. Wollen wir mal gucken, was Kaer da so für ein Problem hat. So, Kaer will mit uns sprechen. Er hat irgendein Problem, wovon keiner was hören darf. Alles klar. Ich muss mal echt mit den Artefakten hier mich um die Leute hier kümmern. Sieht schon besser aus. Ja. How should I begin? Oh, right. It's a secret of my past, and I confide in you to keep it. Alles klar. Super, unseren, wir natürlich auch. My grandfather was a pirate. Ja, das habe ich an der Augenklappe schon gedacht. Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. Frappierend. Ach, Augenklappen werden jetzt schon vererbt. Ach, Grevelin, du weißt auch gar nichts. Nö. Keine Ahnung, hau raus. This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents.
Mit. Yesterday I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Treasure? According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Mhm. Treasure. Die Paimon, herrlich, Treasure. The location of the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword, a magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword super. Was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared. Billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a Hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. Okay. The immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. The world we live in is fascinating. Full of unknown and inexplicable wonders. Holy moly, that's just insane! Holy moly, herrlich. A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands! We must get the sword before them! You just rest assured that we are here to help. Wow. Great. Please keep it a secret. Alles klar. So what you think? Isn't it exciting? We're talking about it. Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more. The Adventurers should know more about the ruins, right? Das hoffe ich zumindest. Naja, gut. Paimon erkennt nur Schätze. Dementsprechend, ja. Na gut, wollen wir mal gucken, ob das so überhaupt stimmt. Hey, do you have any intel? Arcadian. Can't say I've heard of it. Sorry, I'm still new here, so. But you can try posting a commission and see if there are any adventurers who know about it. That's a no-no. No way. That's a no-no. Beating us to the treasure? Ey, das ist schon ganz goldig manchmal. Well then, I'll keep a lookout for your treasure. I mean your Arcadian ruins. Great, thanks. Kann sein, dass die Paimon zu viel über den Schatz verraten hat. Das gefällt mir nämlich nicht. Ah, willkommen in der Abenteurergilde, Kleine. Hast du mich gerade Kleine genannt? We're not here for something that boring. What the? We're looking for a sword that fell from Celestia. One that can kill 8-headed banshees and silver-haired hydras. It's super mega uber powerful. It's fine as long as Paimon doesn't tell them the treasure's location. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Oh, Paimon, du bist so blöd wie ein Stück Feldweg. Arcadian ruins. Never heard of them. Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. My intel? Tja, da hat wohl jemand was gehört, was er nicht hören sollte. Vollidiotin. Meine Güte. Informiere Kaia. Ja. Ach, Paimon, ernsthaft. Jo, sollten wir machen. Ich habe zwischendurch auch mal... Warte mal, habe ich eigentlich mittlerweile wieder so einen Schlüssel? Nee, ne? Nope. Sieht nicht danach aus. Okay. Na gut. Egal, müssen wir nochmal mit Kaia sprechen. Jetzt müssen wir nach da oben. Okay. Oakley Dokley.
You're back. Listen, we asked around the Adventures Guild and found... well, nothing. That much is expected. Momo's... What is that? Oh, I only mean that... what's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Okay. Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Then what are we waiting here for? That's right. You read my mind. I am a knight, so I shouldn't have any dealings with the black market. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles by the knights. Ooh, no problemo! Herrlich. Na gut, das ist eigentlich ganz gut. Wir werden auf Abenteuer geschickt, was an sich erstmal gar nicht verkehrt ist. Trotz alledem finde ich es immer gut, dass die Leute, die uns die Aufträge geben, auch immer sagen, dass sie kein Problem damit haben, die Kosten zu übernehmen. Weil das eine coole Idee ist. Trotz alledem finde ich es nicht so geil, dass Paimon da einfach viel zu viel ausplaudert. Dementsprechend, ja, ein bisschen blöd gelaufen. Ich würde sagen... das ist auftragsbedingt gerade. Och, Mann. Die bleiben bei jedem Shit irgendwie stecken. Kriegen wir aber hin. Finde das nicht super. Warum wurde er nicht gewonnen? Achso, ja. Ich bin bei den Schleimen nie so ganz sicher, wo jetzt da wirklich die Schwachstelle ist. Sag mal, triffst du das Vieh auch? Ich weiß echt nicht. Gut. Was haben wir hier? Hier oben haben wir noch ein paar Lümmel. Ich würde erstmal die Truhe hier... Ich würde gerne erstmal die Truhe hier oben aufnehmen, bevor ich jetzt... mich wieder in die Quest vertiefe. Oh, Fischl, super. Wunderbar. Super. Gehen wir mal hier hin. Und... to me. I shouldn't have helped him. Ach, hol mir nicht rum. Kaia ist ein cooler Dude. Wahrscheinlich spricht sie von Kaia. So much for saving me. You're far more reliable than those Favonius guys. It's nothing. She's a traveler. She has to deal with stuff like this all the time. Traveler? I've heard stories about you. I didn't think I'd be saved by the one I'm here to meet. Oh, so you're the... I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. People in our circle know how important the network is. Well, you did save my life. Super, vielen Dank. But it's lucky for Kaia, isn't it? He's supposed to pay for the intel. Listen well then. The intel on the Arcadian ruins. Three six-armed giants reside in der Stadt auf dem See wohnen drei seltsame sechsarmige Riesen. Zwei davon beschützen die Statue, einer den Schatz der Götter. There's also this map that came with it. Diese Karte, okay. Could this be the expert's the spot? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? Paimon will lead you to it then. Well, if you can't solve it, we can ask Kaia. He seems like a nerd too.
I'll leave you the intel so you can review it at any time. Thanks, Vile. 3, 6 armed giants. In der Stadt auf dem See wohnen 3 6-armige Riesen. 2 der schon. Okay. Wenn wir Kaya deswegen nicht ist, sollten wir uns besser anstrengen. Okay. Löse das Rätsel. Auf der Stadt. Irgendwas mit Windmühlen. Das sind doch diese Riesen, oder? Warte mal, lass mich mal ganz kurz was überlegen. Wir haben hier wieder Zeug bekommen, aber wir können nichts aufwerten. Doch das hier. Super. Haben wir hier irgendwas bekommen? Nein. Aber wir haben wahrscheinlich wieder 20 Dingsbums. Jawohl. Ja, ich mache einfach die Mora-Blüten, um ein bisschen Abenteurer EP zu bekommen. Aktuell kann ich den Detat sowieso nicht großartig besser verwenden. Hier habe ich schon eine freigemacht. Dementsprechend haue ich es einfach raus. Ah, ich vergesse immer. Ich dachte immer, das ist ein Bug oder so, weil du im Wasser nicht rennen kannst. Aber ist das völlig normal. Da ich aber in meinem ersten Account halt gleich von Anfang an die Mona bekommen habe, ist das für mich relativ simpel. Oder beziehungsweise habe ich dieses Problem nie gehabt. So, 20er. Wunderbar. Ausgegeben. Ein bisschen Belohnung bekommen. In der Stadt 3 Riesen. Einer bewacht den Schatz der Götter und 2 die Statue. Das bedeutet 3 Riesen. Es müssten 3 Wind... Warte mal, 1, 2. Ich muss mir erstmal einen großen Punkt aussuchen und dann muss ich mal schauen, wie ich mir einen kleinen Überblick verschaffe. Das ist eigentlich ganz gut. So, hier ist eine Windmühle. Hier ist eine 2. Windmühle. Gibt es hier noch eine 3. Windmühle? Das wäre super. Finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the Storm Terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the 4 winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No, I'll be sure to make thorough notes. Ich weiß nicht, die sind ein bisschen gemein. Oh, you're back. Ja, ich bin zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Der Kreislauf der Elemente der Stadt herum ist wieder normal. Nach Sturmstrecken letzten Sagen. Okay. Mittlerweile wird das aber schwierig. Den Druck der Delegation. Ja, Diplomatie, Politik. Ah, sie verehren den Cryo-Archon, einen der 7 Götter. Ja, das könnte der nächste sein. Deswegen wird auch Flame oder Flammenleute im nächsten Update, im 1.2-Patch, definitiv relevant. Eisgegend. Ihre Diplomaten haben einen besonderen Namen, die Fatui. Alles klar. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. Glaube ich auch nicht. The Cryo Gods Fatui have always coveted the Animo Gods' power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Okay. Ah, Prolog 2 für einen Morgen. Ja, kriegen wir aber später hin. Ich würde erstmal. Mondstadt ist independent and does not belong to any other nation. Okay. In fact,
Despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Okay. Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Makes sense, given the tone of that woman just now. So rude. Okay, die wollen also hier Mondstadt kriegen. Mondstadt gehört zu keinem Atron, weil das Mondstadt die Stadt der Freiheit ist. Und dementsprechend unterliegt die niemanden. So, drei Dingsbums. Das sind, glaube ich, drei Windmühlen, meine ich. Eine habe ich hier gesehen. Da weht auch eine zweite. Und da hinten müsste eine dritte sein. Das bedeutet, bei einem von den Windmühlen gibt es einen Schatz. Die Frage ist nur, also nicht bei den kleinen, sondern bei den großen. Zwei beschützen die Statue der Götter und die andere den Schatz. Da hinten ist noch eine, aber die gehört nicht mehr zur Mondstadt. Die könnte die Statue beschützen, genau wie die hier. Vielleicht ist die das. So, bum 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 bum. Genau. Warte mal, wenn die Statue hier ist. Ja, streck dich mal, Mädchen. Also entweder ist es die hier oder die da hinten, aber ich glaube, das könnte sogar die sein. Das war nochmal ein Hinweis darauf, wo der Schatz versteckt sein könnte. Ich bin mir da nicht so sicher, aber na gut. Wir werden es schon irgendwie herausfinden. Dementsprechend einfach mal rüber gleiten und dann... Oh, so Kaias Schatzjagd. Ich weiß, wie ich die Folge nennen werde. So. Nein! Oh, komm schon. Also hier müsste der Schatz dann sein, wenn mich nicht alles täuscht. Warte mal, geht's hier hoch? Könnte aber auch die andere sein. Andere Seite. Es muss eine von denen... von den Windmühlen sein. Ich nehme an, das wird die sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier ist auch noch eine Schatztruhe. Wunderbar. Ich meine, ich hätte die Dächer schon alle abgeklappert. Egal, was war am Hammer. Da ist doch... da sehe ich doch schon den Schatz. Wenn das die Truhe überhaupt ist. Aber ich meine ja. Ja, super. Sie liebt ihn überhaupt nicht. Die Leidenschaft der sprudelnden Quelle ist nur eine Fassade. Erst mit eisiger Stille zeigt sie ihr wahres Gesicht. Ja. Oh no, Paimon used up all her brain juice. Paimon will let you have all the fun. Or you could get Kaya to help. So, wollen wir mal gucken. Aber ich krieg das schon hin, Paimon. Entspann dich mal. Okay, ich verstehe. Ich weiß, wo das ist. Hier, irgendwo. Und da haben wir ja das Ding schon aufgemacht. Es müsste hier irgendwo sein, wenn ich mich nicht irre. So. Sie liebt ihn überhaupt nicht. Die Leidenschaft der sprudelnden Quelle ist nur eine Fassade. Erst in eisiger Stille zeigt sie ihr wahres Gesicht. Muss ich da irgendwas einfrieren? Warte mal, ich habe jetzt leider nicht auf das Bild geachtet, ich Vollidiot. Ich habe so das Gefühl,
dass wir hier hoch müssen. Und mit KE irgendwas einfrieren müssen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Gucken wir einfach mal. Ready when you are. Jojo, wir sind ready. Die Quelle. Die Quelle. Wo bringst du mich denn hin, kleiner Mann? Hoffentlich nicht zu weit weg. Ich will nämlich mit Kaer jetzt nicht hier rumeiern. Gibt's wieder was zu finden, wieder eine Truhe. Yes, wieder viel Stuff. Was haben wir hier? Abenteurer Stufe 27. Okay. Da haben wir noch einen großen Weg vor uns. Die Quelle. Ah, hier. Das wird es wahrscheinlich sein. Warum bist du nicht geklappt? Oh, Kaya, bitte. Könnte meinen, du hättest keinen Flugführerschein. Beziehungsweise keinen Flugschein. So. Das war's. Ich verstehe. The mysteries have all been solved. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. Bei ganz vielen kleinen Inseln. Okay. Now, you read my... Let's go for it. Und zum Beispiel... Ja, natürlich. Du willst das Schwert nur ausleihen. Paimon just wants to see it. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. Na gut, wir sollten nicht so viel schwatzen, solange der Schatz noch nicht in den Händen ein. Schatz von Arcadia, wir kommen. Alles klar, Paimon. Warum haben sie dich so blöd gemacht? Dahin. Oh, okay. Das Ziel führt uns da schon hin. Schade. Ich dachte, wir hätten das irgendwie anders machen müssen. Trotz alledem würde ich gerne wieder die Noelle dabei haben, dass wir zumindest einen Healer haben, weil ich denke, es könnte ein Dungeon werden. So. Gut, super, kriegen wir aber hin. Ein kleines Mädchen, renn schnell hin, sonst gibt's was auf dein Kind. Oh, Krabben, Krabben, Krabben! Krabben, Krabben, yeah! Ah, ich habe noch ein paar Krabben gefunden. Wunderbar. So, das sind also die Ruinen von Arcadia. Sieht mir irgendwie zu einfach aus. Aber ich weiß, ja, nochmal. Wie normal etwas aussieht, desto weniger achtet man drauf. Nicht übel, Kaias Opa. Da war doch bestimmt eine Maus. Sicher? Schatz, und dann können wir... dann. Ja, bin doch schon dabei. Ja, Truppenstufe. Warte mal. Kyro fehlt. Okay, dann würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall den Kaer hier. Ready when you are. Ja, let's go. Ich habe eben die Knöpfe verwechselt.
Bam, One-Shot. Oh, das ist schön. Habe ich gerade daneben geschossen? So, Yes. Okay. Hier müssen wir viel mit KI arbeiten, ich verstehe. Ja, die Noelle schafft das schon. Easy. So, Herausforderung abgeschlossen. Ich laufe aber wieder mit Fischl rum. Nicht wirklich, seht ihr. Och, Paimon, du bist. Entspann dich doch mal. Let's look around. I'll save you the trouble. How about you let me take over? Glaubst du? Schau dir auf die Schnauze, du Lümmel, wenn du mir den Schatz machst. Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. Alles klar, Izzard. Na, das. Ja. You have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. However, they're not as sociable as me. I'm sorry to rain on your parade. But your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The Knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Ugh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. Was? Warum? Moment. Came all the way for nothing. Warum? Wieso? No treasure? Die Hoffnung in Paimon stirbt. You got me good. Didn't think the knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favon. Wait, what are you? You're not gonna get me. Okay. Oh god. What is this? I didn't mean it. Na, war klar. What a troublemaker. You, Knight! You're not gonna watch me die, are ya? So. What an interesting suggestion. Bei denen ganz einfach zweimal ins Auge schießen, dann sind die ein bisschen gestunt. Alright then. Guess I will have to do some overtime work after all. Ja, okay, ja, komm, das schaffst du doch. Jawohl. Gefällt mir ganz gut. Wie peinlich, dass ich mir von einem Ritter das Red... vergiss dein Versprechen nicht, sonst wird dieses Ding nicht das letzte sein, das an dir... Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? Yep. I'm just joking. All right. Let's take him back. Sir, yes, sir. Captain, should we take these two in as well? What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. Ah. Wir wurden also als Köder benutzt, um die Schatzsucher und die Schatzräuber also dingfest zu machen. Kaya, Kaya, du Drecksack. Oh. Oh, Paimon. Alright, stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you?
Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? That... Well... Let's go! Paimon's done talking to you! Was müssen wir uns nicht bieten lassen. Ja, beide wirklich einen großen Gefallen getan. Als Dankeschön ist da mehr als angebracht. Dieses Schwert ist bekannt unter dem Namen Sieg, verheißendes Schwert der Morgendämmerung und steht, wie sein Name andeutet, für Sieg und Licht. Harbinger of Dawn? That's right. Eine so verständnisvoll geklonte, kluge Dame wie du, Paimon, sollte diesen Geschenk nicht abgeneigt. Ja. Is this Harbinger of Dawn? You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yes, yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. Das heißt, ihr werdet das nächste Mal eine andere Methode verwenden. Ihr habt Paimon völlig im Griff. Mich erstanden. By yourself and arrived before me. Ja, ist so easy. So it was you who left all those clues? Ja, das würde ich aber jetzt auch wirklich so denken, Paimon. However, even I believed the clues were too vague to be of any help to you. I was prepared to answer your questions. Quite impressive. This was the only thing that I did not anticipate in the entire operation. Ha! That was nothing. No matter what you say, I acknowledge your wisdom. After all, wisdom itself does not deceive. But some people do enjoy deceiving others with their wits. Den hast du verdient. Den hast du verdient, Kaia. Auf jeden Fall. Also Paimon ist nicht ganz auf den Mund gefallen, auch wenn sie ein bisschen blöd ist. Aber kriegen wir hin. Was ein schöner Tag heute. Nun gut, ich versuche mal einen Verdächtigen anzuhören. Alles klar. Kommt jederzeit beim Ritterorden vorbei und besucht mich. Auf bald. Wunderschön. Ja, und das war Kaias Schatz. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Ich habe die Zeit vergessen, aber ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz gut. Was sagt denn OBS? Ja, 37 Minuten, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist okay. Aber ich würde gerne mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Schade. Oder wenn hier wenigstens noch eine Truhe oder so versteckt wäre. So eine kleine, einfache Truhe. Nein? Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Oder vielleicht hier? Ne, hier ist auch nichts. Schade. Na gut, na gut. Auf jeden Fall gefällt mir das mit den Dungeons eigentlich ziemlich gut. Ein cooles Konzept. Macht Fun. So, das war Kaias Zeug. Also, wir haben... Schwert der Dämmerung erhöht den Crit-Treffer. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Aber das meiste davon können wir eh nicht gebrauchen. Dementsprechend. Ja. Crit-Schaden. Erhöht die kritische Treffer bei mehr als 90% Leben um 10%. Ja, das kennen wir aber schon. So, okay, wir haben 230.000. Mittlerweile habe ich hier mehr Kohle als in meinem anderen Account. Macht aber nichts. Haben wir hier noch irgendwelche? Ja. So, Lebens... Warte mal, ganz ruhig. Okay, hier kann ich eh nichts machen. Angriff und Verteidigung. Angriff und Verteidigung. Die Feder ist besser als die hier, weil die nämlich keinen Effekt hat. Also hier oben die. Hier kann ich nichts machen. Hier vielleicht. Animo-Schadensbonus. Würde ich gerne hier belassen. Gut, okay. So, dann würde ich gerne mal... Stufe 12. Dann würde ich das nämlich mal verstärken. Was? Ist egal. Kriegen wir schon hin. So, jo, das passt.
Was haben wir denn sonst noch gekriegt? Hier vorne haben wir ganz viel Stuff. Aber wie gesagt, das halte ich erstmal alles ein bisschen zurück. Wollte ich die hier holen oder die hier? Brauchen erstmal ein paar Figürchen. Warum eigentlich nicht? Das ist aber nur 3 Sterne Trash. Ja, schlagfestes Argument ist okay für den Anfang. Würde ich sagen. Ja. Grad 2 verbessert. Wunderbar. Verursachbar Treffer mit Standardangriff und heftigen Schlägen nach Anwendung einer Elementarfähigkeit 5 Sekunden lang zusätzlichen Schaden in Höhe von 75% Angriff mit geringer Reichweite. 3 Sekunden Abklingzeit für Schaden. Super. Das war okay. Warte mal, habe ich mittlerweile genug? Müsste ich. Yeah. So, was kriegen wir dann hier? 3 Sterne, okay. Ich glaube nicht, dass wir noch was kriegen. Wir haben ja erst den Zhongli gekriegt. Helden von Drachenbezwingern. Was ist das hier? Das ist die, hat die Lisa aber schon auf Maximum. Dann können wir das eigentlich dafür nehmen. Wunderbar. So, gut. Ich würde sagen, das war's mit der Quest von Kaea. Ist okay. War cool, war eine coole Sache. War nicht ganz so lang wie bei Ember, aber dafür habe ich auch nicht so viel mit ja, nicht so viel mit Dingsbums gemacht. Mit Schatzsuche und so ein Kram. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao mit V. Bye, bye.